Folge Nummer 24 von Graveyard Keeper with Stranger Sins and Crown of Games oder Game of Crown. Und ja, wir sind wieder im Spiel und müssen gucken, dass wir... Was haben wir zuletzt gemacht? Schlange besucht. Schlange hat uns aber nichts gesagt mit dem Schlüssel, weil grün war. Ne? Genau so ist es. Schlange ist aber schon weggelaufen. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Was war... Da unten ist noch was offen. Nicht genug Ressourcen. Die müssten wir irgendwo anders abbauen. Die waren noch im Sumpf hier, ne? Oder? Wo war das? Da unten im Sumpf waren natürlich auch Ressourcen zum Abbauen, ne? War hier oben denn noch was? Ich glaube, hier oben ist auch noch was, oder? Ja, da. Holen wir erstmal Ressourcen, um Eisen zu schmelzen, oder? Gut. Fertigen. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Da. Nicht gut, wo Ressourcen. Verstehe ich jetzt nicht, aber... Haben wir einen Grabstein. Und die machen wir weg hier. Und dann machen wir erstmal den Grabstein fertig. Wie, sind wir schon wieder vollgeladen oder was? Tatsächlich. Okay, wir haben... Haben wir die Urkunden eigentlich abgegeben? Glaube nicht, ne? Leitfaden für geistliche Effekt für Benutzung. Eisenerz. Plus Sand, okay. Geschichte. Okay, dann ist das der Grabstein erstmal nicht da möglich. Hier war doch voll, oder? Nee, hier war nicht voll. Der Bertha-Schlüssel, ne? Was ist das? Ist voll doof, ne? Lass den mal drin, ich muss den noch rechts klicken. Rotwein für unseren Freund, den haben wir auch noch gekauft. Dann sollten wir mal gerade rausgehen. Den Grabstein aufsammeln. Dann gehen wir Richtung Friedhof. Aber erst gehen wir hier in den Keller. Und gucken, ob er den Rotwein mag. Oh, jetzt haben wir das wieder alle aufgenommen, ne? Ach Gott, gib ihm Wein, aber das ist nicht der richtige, oder was? Der Wein ist in einer Flasche mit einem silbernen Stern. Und ist wahrscheinlich kein Rotwein. Hier haben wir noch Ärztefusch. Leiche nehmen. Kannst du mal gleich hochbringen. Zum Friedhof. Grabstätte. Kann man da nicht bauen, ne? Nein, da auch nicht. So, zuschaufeln. Und den Grabstein da drauf setzen. Jetzt haben wir auch die Dingens. Also, wir müssen es noch bearbeiten. So, jetzt ist das Grab auf Null. Wir müssten noch ein paar Grabsteine machen, ne?
Friedhof hat Qualität -7. Wir sind im roten Bereich. Wer ist denn roter Bereich jetzt dran, ne, von den NPCs? Ah, Inquisitor bringt 20 Brand und 20, 10 Flugblätter für die nächste. Das ist jetzt aber nicht der Dingens, ne? Genau, das ist der am Hexenhügel. 20 Brennholz und 10 Flugblätter brauchen wir. Ich weiß nicht, ob wir schon Flugblätter haben. Was konnte man hier noch bauen? Hand. Ach, hier gibt es neue Kirchenarbeitstisch. Alchemiemühle. Okay. Was ist das? Kegelförmige Gefäße. Arbeitstisch. Da müssen wir noch ordentlich was machen. Leeres Papier. Sind das Flugblätter dann? Schweinslederhaut. Da muss ich jetzt die Schweinslederhaut holen. Wir müssen unbedingt diesen Durchgang hier frei machen. Dafür brauchen wir einen Holzbalken. Den müssen wir irgendwo kaufen dann. Ah, das ist jetzt alles gerade nicht so toll, ne? Den kriegen wir oben beim Sägewerk, ne? Hexenhügel. Weizenfarm, das Dorf. Ich glaube hier oder hier. Gut. Nehmen wir die Abkürzung durchs Haus auf jeden Fall. Gut, dann wollen wir den Holzbalken holen. Können wir hier auch lang gehen, oder? Mit dem können wir nicht sprechen, ne? Nee. Jetzt haben wir wahrscheinlich zu viel. Ah, warte, wir können noch eine Urkunde verkaufen. Das machen wir als erstes. Dann kriegen wir auch wieder ein bisschen Kohle. Handel. So, und hat der hier Wein? Nein, der hat keinen Wein. Doch, da unten hat er Wein. Und das ist der hier. Dann kaufen wir den jetzt, in der Hoffnung, dass das der richtige Wein ist. Gut, nochmal gerade ins Inventar. Können wir hier noch was verkaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Leitfaden für Geistliche. Wir haben so Sachen bei, die wir gar nicht hier haben sollten. Verkaufen konnte ich hier gerade nichts. Jetzt ist die Frage, wofür das... Ich weiß nicht, wofür dies ist. Schon als du bemerkst, wie viele Dinge bei anderen Leuten kommen wieder diese und du hast eine Geschichte. Manchmal kommst du Geschichten von Dialogen. Ach, das ist hier wahrscheinlich dafür, ne? Okay. Aber ich muss erstmal was loswerden, fällt mir so auf, ne? Das bringt ja nichts, wie wir das hier haben. Können wir der da küren? Nö. Das ist die Frau vom Dingens. Oh ja, auch nicht. Und die kann ich auch nicht ansprechen, gut. So, dann kann ich Holzbalken zwar kaufen, bringt mir aber gerade nichts, weil ich zu viele Sachen mit habe. Das heißt, wieder zurück. Schlecht geplant, ne? Schade, kriegen wir aber auch noch hin.
Jetzt da durch, dann wären wir sofort beim Schädel, ne? Jetzt kriegt er erstmal seinen Wein, damit es da weitergeht. Okay. Puh, aber du hast sicherlich noch etwas Härteres, oder? Etwas wie Cognac. Cognac, das haben wir nur, tut mir leid. Paar, aber du wirst einen Freund bestimmt helfen und welchen suchen, oder? Das Problem ist, dass niemand den verkauft und nicht weiß, wie man ihn herstellt. Wie viele Enttäuschte passen in einer einzigen Minute? Aber das ist in Ordnung, ich lasse mir etwas einfallen. Neue Aufgabe. Keine Leiche da. Und er hat schon wieder hier Sachen aufgenommen, die ich überhaupt nicht haben wollte. Aber naja, so ist das halt. Kann ich hier noch was reinpacken? Nö, da ist schon viel drin. Ach doch, da geht noch was. Geht nicht rein. Aber wir können mal Haut mitnehmen. Weil da können wir dann Dingens rausmachen, Papier. War das hier unten? Ich glaube ja, ne? Jetzt haben wir zwei Platz. Ja, dann gehen wir jetzt erst Holz holen. Das Holz ist schon wichtig, dass wir das kriegen. In der Hoffnung, dass wir es kriegen. Da steht keiner. So, hier ist nicht das Sägewerk. Hier ist das Sägewerk. Handel. Da ist er. Ich nehme gleich alle vier. Kostet zwar ein Schweinemoos, ist mir aber gerade egal. Wir können sogar was verkaufen, ne? Aber machen wir nicht. Gut, wir haben auf jeden Fall die Balken, das ist jetzt schon mal wichtig. Was kann er da haben? Und der wollte Lunken haben. Keine gebrauchen, weg. So, jetzt haben wir die vier Holzbalken. So. Und da müssen wir jetzt gucken, dass wir das da auf jeden Fall zur Kirche freikriegen, den Schnee. Da, der ist wichtig. Und dann nach unten war da auch noch was, ne? Yep. Wunderbar. So, und jetzt noch hier den Weg nach unten, aber da haben wir wahrscheinlich nicht genug Klamotten für, ne? Drei einfache Eisenstücke fehlen uns da noch. Schweinslederhaut. Noch mehr? Ach so. Ja, dann machen wir das doch nochmal. Und dann nochmal, aber diesmal leeres Papier. So, jetzt das ganze siebenmal. Weil das brauchen wir, um was aufzuschreiben, die Geschichte oder so, ne?
sind gleich die Möhren dran. Okay. Kann man den Wein trinken? Und zack. Ich weiß nicht, wie viel Wert wir da oben haben. Kann man das irgendwo sehen hier eigentlich? Ich glaube nicht, ne? So, das haben wir. Jetzt gucken wir, das ist erledigt. Hier ist das Hanfsaal, was ich jetzt auch nicht brauche. So. Dafür braucht man Glaube, um das zu untersuchen. Geil, oder? Aha. Ah, wenn ich Papier zerlege, kriege ich Wissen. Sehr gut. Was mit dem Schlüssel? Ich habe diese Anleitung nicht, das ist mein Problem. Haben wir noch was? Schnuck auf Gras. Brauche ich einen Glauben. Wir müssen jetzt erst an Glauben kommen dann. Okay, dann ist das schon mal geklärt. Wo ist hier unser Freund Dingens? Der ist da unten, aber ich komme von hier aus nicht da runter, ne, oder? Ne, da muss ich da links aufmachen, wenn. Achso, dafür brauchte ich ja das Eisen. Keile und Eisen brauchen wir noch, um weitere Dingens aufzumachen. Der Astrologe ist da. Der Astrologe will da was raus haben, wo ich nicht hinkomme, weil der mir nicht die Anleitung da gegeben hat, der Held. Kurz mal hier gucken. Gibt's was Neues? Kiste. Hab ich hier was in der Kiste? Aber da unten ist auch schon was in der Kiste drin. Tu das da auch noch rein. Wärterschlüssel. Ja, nee, den tue ich nicht hier unten hin. Gibt's hier, was ich hier unten lassen wollte? Eigentlich nicht. Das lassen wir hier. Ach, hier ist Glaube. Ein Glaube konnte ich irgendwas mit anfangen, ne, oder? Nimm das mal aus der Truhe, das kommt irgendwo draußen hin. Was lasse ich noch jetzt hier? Diese Sachen. Arbeitstisch. Den brauche ich fürs Dingens. Ja. Acht und da brauchen wir 200 Feuer. Haben wir erstmal was. Hier brauchen wir die. Dafür brauchen wir aber Eisen, was wir wieder nicht haben. Ist hier noch Eisen? Nein. Nimm das mal mit. Das nehmen wir auch mit. Was ist das für eine Anleitung? Eine Exhumierungserlaubnis. Gut, das haben wir. Hier haben wir mittendrin noch eine Kiste, ist da noch was drin? Da ist Kohle drin und Stein, Hanf, Töpfe. Hier liegen auch solche Klamotten schon drin. Mann, 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 Mann. Brauchen wir erst nicht. Was können wir hier? Nur die Dinge töpfern, brauchen wir jetzt gerade nicht. Wasser ist klar. Hier unten gibt es schon Essen. So, hier schmeißen wir mal die Blümchen rein. Und das, hier kommt alles rein, was mit Blumen zu tun hat. Und so, das können wir nochmal mitnehmen. Ja. Dann können wir hier düngen.
So, das haben wir alles. Jetzt können wir hier ernten. So, das haben wir geerntet. Das kriegen wir schon wieder nicht mehr mit. Sehr gut. Hanfsamen. Haben wir gefertigt. Jetzt haben wir nichts mehr. Das läuft aber erstmal. Uns fehlen noch Samen. Die Möhren lasse ich jetzt mal hier. Nehme den Salat noch mit. Das kann auch hier bleiben und der Hanf kann auch hier bleiben. Das nehmen wir mit zum Essen, damit wir Energie kriegen. Der Torf kann auch hier bleiben. So, das haben wir erstmal alles. Jetzt geht's zum Dingen zurück. Ist hier schon was raus? Nein. Wie lange braucht das denn noch? Ach shit, ich habe das da gar nicht angemacht. Und jetzt habe ich wieder nur einen angemacht. Wieder super gelaufen. Aber ich sehe schon, die Zeit ist auch wieder fortgeschritten. Wir machen jetzt mal eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ja, man sollte nicht nur das so machen, sondern das so machen. Und dann draufklicken, dann kann man auch zwei auf einmal machen, ne? So. Und bis dann. Ciao.